Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin Nancy Faeser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Deutschland ist ein Einwanderungsland und das schon sehr lange, meine Damen und Herren. Es war leider ein Fehler, das lange zu negieren, und das hat uns in Schwierigkeiten geführt, und man spürt es auch an allen Ecken und Enden. Und in der Konsequenz fehlen uns heute Hunderttausende Fachkräfte in verschiedenen Bereichen. Und die Bundesregierung macht sich jetzt auf den Weg, das zu ändern. Es fehlen qualifizierte Kräfte in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der IT-Branche, im Handwerk und vielen anderen Bereichen. Ende letzten Jahres gab es rund 2 Millionen offene Stellen. Das ist der höchste je gemessene Wert. Das zeigt allein, wie hoch der Handlungsbedarf für uns ist. Und wir spüren diesen Fachkräftemangel im Alltag. Als Mutter, wenn die Kinderbetreuungszeiten auf einmal in der Kita nicht mehr ausreichen. Oder viele, die einen Handwerker, eine Handwerkerin brauchen, um das Dach zu reparieren. Und hier wird es gefährlich, wenn in den Kliniken an entscheidender Stelle Personal fehlt. Der Fachkräftemangel schadet unserem Land und er bremst bei wichtigen Zukunftsthemen, etwa beim Klimaschutz. Allein für den Ausbau von Solar- und Windenergie fehlen im Moment über 200.000 Fachkräfte, vor allem Elektriker, Klimatechniker und Informatiker. Das darf nicht so bleiben, und deshalb handeln wir, meine Damen und Herren. Denn, und das sage ich in aller Deutlichkeit, wir brauchen mehr Zuwanderung von Fachkräften aus anderen Ländern, um diesen Fachkräftebedarf zu decken. Ja, wir brauchen auch Anstrengungen im eigenen Land. Wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Menschen hier in Deutschland alle tatsächlich auch den Weg in den Beruf finden, eine Ausbildung erhalten. Und auch bei der Frauenerwerbsquote haben wir noch viel Luft nach oben. Auch das müssen wir fördern. Aber wir kommen um mehr Zuwanderung in diesem Bereich nicht drumherum. Wer das nicht wahrhaben will, das will ich in aller Deutlichkeit sagen, der gefährdet unseren Unternehmen, der gefährdet unsere Wirtschaft, und das gefährdet den Wohlstand unseres Landes, meine Damen und Herren. Und wenn Sie nicht auf uns hören, das rufe ich den Kritikern zu, und vielleicht hören Sie auf die Arbeitgeberverbände, die nämlich sehr klar sind. Viele Unternehmen setzen darauf, dass der Zuzug von Fachkräften aus Drittstaaten weiter erleichtert wird. Das ist das Zitat vom DIHK-Präsidenten, der ganz deutlich gemacht hat, wo der Bedarf im Moment liegt. Diese Bundesregierung beendet jetzt den Reformstau von 16 Jahren. Und ich darf mich bei den Parlamentariern der Ampelfraktion, bei der SPD, bei den Grünen und bei der FDP dafür bedanken, dass wir dieses wichtige Gesetz heute auf den Weg bringen werden. Wir schaffen heute die Grundlagen, um die Fachkräfte ins Land zu holen, die unsere Wirtschaft dringend braucht. Und wir werden für gut integrierte und gut qualifizierte Menschen auch ermöglichen, deutsche Staatsbürger zu werden. Denn beides, Fachkräfteeinwanderung und ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht, gehören nun mal zusammen. Und das kann man sehr genau auch an klassischen Einwanderungsländern wie Kanada und den USA sehen. Wenn man dort Fachkräfte fragt, beispielsweise in Kanada, ich war mit meinem Kollegen Hubertus Heil vor kurzem dort, warum sie nach Kanada kommen, dann sagen sie viele, natürlich, weil wir hier auch eine Perspektive für die Einbürgerung haben. Menschen machen sich mit ihren Familien auf den Weg in ein neues Leben, und dazu gehört auch eine Staatsangehörigkeit, meine Damen und Herren.
Und wir dürfen uns nicht vormachen, Deutschland ist für ausländische Fachkräfte bisher eben nicht das Top-Ziel. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Denn unsere aktuelle gesetzliche Regelung sind viel zu bürokratisch und sie bauen hohe Hürden für qualifizierte Kräfte. Und das wollen wir heute ändern, meine Damen und Herren. Wenn Sie die Wahl haben, entscheiden Fachkräfte sich oft für andere Länder wie die USA und Kanada. Deutschland steht eben mit allen Ländern in Konkurrenz um die besten Köpfe. Deshalb lohnt es sich, das dortige Einwanderungsrecht auch noch mal genau anzuschauen und davon zu lernen. Aus unseren Gesprächen in Kanada haben wir vor allem eines mitgenommen. Um attraktiver zu werden, müssen sich Fachkräfte aus dem Ausland auch bei uns wohlfühlen und willkommen fühlen, meine Damen und Herren, auch der CDU. Und dazu gehört auch das entsprechende gesellschaftliche Klima, meine Damen und Herren. Wir brauchen in Deutschland ein sicheres Umfeld und eine echte, gute Willkommenskultur, damit sich Menschen dafür entscheiden, nach Deutschland zu gehen. Diese Regierungskoalition leitet deshalb einen Kurswechsel an, damit ausländische Fachkräfte nach Deutschland kommen und hier durchstarten können. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, damit schaffen wir eines der modernsten Einwanderungsrechte in der Welt. Der wichtigste Weg nach Deutschland wird auch in Zukunft ein Abschluss sein, der in Deutschland anerkannt ist. Der zweite Weg führt über die Erfahrung. Wer mindestens 2 Jahre Berufserfahrung und einen im Ausland erworbenen Abschluss hat, kann künftig als Fachkraft kommen. Der dritte Weg steht Menschen offen, die Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt mitbringen, aber noch kein konkretes Angebot haben. Wir führen eine Chancencard ein. Auch das ist ein echter Paradigmenwechsel, der auf einem Punktesystem basiert, ähnlich wie in Kanada, nicht das Gleiche. Es ist auf Deutschland tatsächlich maßvoll zugeschnitten, damit wir die Chancen haben, im weltweiten Wettbewerb den Kampf um die besten Kräfte auch zu gewinnen, meine Damen und Herren. Das gelingt nur mit einem guten Klima. Mein Dank gilt vor allen Dingen meinem Kollegen Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, seine hervorragende Zusammenarbeit. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir werden gemeinsam viel erreichen können. Und mein Dank zum Schluss noch mal an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ich mache es diesmal in umgekehrter Reihenfolge an die FDP, an Bündnis 90 Die Grünen und an die SPD. Ich bin sicher, wir werden ein sehr modernes, sehr gutes Einwanderungsrecht auf den Weg bringen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, meine Damen und Herren. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hat die Debatte eröffnet zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung. Es geht um die Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Sie hat ihn schon angesprochen. Auch Bundesarbeitsminister Heil wird in dieser Debatte nachher noch reden. Zunächst aber aus der Unionsfraktion Alexander Trom, deren innenpolitischer Sprecher. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Deutschland braucht Fachkräfte. Durch Mobilisierung im Inland und in der Europäischen Union und ja auch durch gezielte Anwerbung von Menschen in Drittstaaten hier nach Deutschland zu kommen. Und um die geht es heute. Und ich will gar nicht verhehlen, Frau Ministerin, dass Ihr Gesetz punktuell bei Pflegehelferinnen, bei Lkw-Fahrern, beim Familiennachzug, bei der blauen Karte auch durchaus Positives aufzuweisen hat. Aber wir brauchen ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das diesen Namen auch verdient. Und diesem Anspruch wird Ihr Gesetz nicht gerecht. Werte Kolleginnen, Ihre Antwort auf nahezu alle Fragen heißt, die Anforderungen an die Qualifikation zu reduzieren. Und damit verkehren Sie die Fachkräfteeinwanderung, wie wir sie gemeinsam mit Ihnen in der letzten Koalition gemacht haben, zum liberalsten Einwanderungsgesetz, das es weltweit gibt. Damit verkehren Sie es in eine Einwanderung von Minderqualifizierten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Arbeitsmarktinstitut IAB hat die Zahl der offenen Stellen bei rund 1,8 Millionen festgesetzt. Davon 80% von Personen mit Berufsschulabschluss oder Hochschulstudium und nur 20% oder rund 400.000 Stellen für Ungelernte und Minderqualifizierte. Und diese 20% müssen und können wir aus dem Potenzial schöpfen, das schon in Deutschland ist oder uns täglich noch weiter zugeführt wird. Dafür brauchen wir keine anderen Regelungen. Für die 80%, die die Wirtschaft fordert, die wir brauchen, die die Union will, bietet Ihr Gesetz fast gar nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und warum ist die Qualifikation so wichtig? Weil wir es bei der Flucht, anders als bei der Fluchtzuwanderung, mit Menschen haben, die wir hier dauerhaft ansiedeln wollen, die hier sich integrieren sollen, mit ihren Familien, die wertvolle Teile unserer Gesellschaft werden sollen. Und da gilt dasselbe wie für die heimische Bevölkerung. Eine gute Ausbildung, eine gute Qualifikation ist der Garant für einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz und auch die Verhinderung der Einwanderung in die Sozialsysteme. Und deswegen müssen wir an der Qualifikation festhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt schafft die Ampel eine Potenzialsäule mit Punktesystem. Dafür reicht zukünftig eine zweijährige Ausbildung nach dem Maßstab des Herkunftslandes, nicht mehr nach unserem Maßstab. Und Frau Faeser, Sie haben es angesprochen, Sie waren sich nicht zu schade, gemeinsam mit dem Minister Heil nach Kanada zu reisen und uns Kanada als Vorbild zu verkaufen. Dabei ist Kanada nicht mit Deutschland vergleichbar. Wir haben in Kanada ein Überangebot an Menschen, die dort einwandern wollen, mit guter Qualifikation. Dieses haben wir nicht. Wir haben in Deutschland ein Unterangebot. Kanada macht strengste Voraussetzungen für diese Einwanderung. Kanada macht eine echte Bestenauslese. Nur die Obersten im Ranking kommen hinein. Sie machen genau das Gegenteil mit Ihrem Punktesystem. Sie machen ein Downgrading auf das absolute Minimum, das man erreichen muss, um nach Deutschland hereinkommen zu können. Und ein weiterer Unterschied, Deutschland ist ein ausgeprägter Sozialstaat, und das wollen wir auch erhalten. Kanada kennt dies nicht ansatzweise. Und deswegen ist es in Deutschland besonders wichtig, dass wir dieses Sozialsystem auch schützen vor Missbrauch. Und Sie gefährden dies mit Ihrem Gesetz, das Sie heute hier einführen. Und deswegen ist es kein Gesetz, das auf diejenige Personengruppe abzielt, die wir alle tatsächlich in Deutschland brauchen, die die Wirtschaftsverbände auch fordern, die Fachkräfte. Sie helfen, hier würden eher schnellere, digitale Anerkennungsverfahren helfen. Eine echte Trennung etwa zwischen Fachkräfteeinwanderung einerseits und Asylfluchtzuwanderung andererseits. Wir schlagen deshalb vor, dass wir hier eine neue Bundesagentur für Einwanderung schaffen, eine Work and Stay Agency, die tatsächlich auch die überlasteten Ausländerbehörden in den Kommunen entlastet und damit für schnellere Verfahren sorgt. Und letzte Bemerkung, Herr Dürr. Seit den 60er Jahren ist das Auswärtige Amt von Ministern besetzt, die allesamt der Ampelparteien angehörten. Sie schaffen es nicht, die Visa-Verfahren zu beschleunigen. Und auch jetzt die Ministerin Baerbock schafft das nicht. Und deswegen schafft dieses Gesetz keine Vorteile für die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, echte Fachkräfte in der Welt hier für Deutschland zu gewinnen. Herzlichen Dank. Alexander Throm war das, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, sieht keine Vorteile in dem Gesetz, das die Ampel verabschieden will. Das heute das erste Mal beraten wird, dann natürlich in den Ausschüssen weiter beraten. Anhörungen wird es geben, bevor es zur zweiten und dritten Lesung in den Bundestag zurückkommt. Heute übrigens 100. Sitzung dieser Legislaturperiode und am Rednerpult ist Katharina Dröge, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Throm, eigentlich wollte ich eine nette Rede der Union gegenüber halten. Nicht ganz einfach nach Ihrer Rede, aber ich versuche es trotzdem, denn ganz ehrlich, wir brauchen Sie bei diesem Thema. Wenn man den Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks anhört, der dieses Gesetz kommentiert, dann sagt er nicht nur, eigentlich müsste man noch mehr von dem machen, was die Ampel gerade vorschlägt. Er sagt vor allen Dingen auch, was Deutschland ganz dringend braucht, ist eine Willkommenskultur. Eine Willkommenskultur, die die Menschen, die in unser Land kommen, einlädt, willkommen heißt
und eben kein Klima schafft, das Ressentiments stört. Ressentiments gegenüber denen, die wir irgendwie nicht haben wollen. Ressentiments immer wieder gegenüber denjenigen, die vielleicht hier hinkommen könnten, um uns auszunutzen. Ich glaube, Sie haben den Kern eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht verstanden, wenn Sie diese Ressentiments immer wieder schüren. Weil die Menschen, die hier zu uns kommen als Fachkräfte, die haben einen Arbeitsplatz, die zahlen Steuern, die zahlen Sozialversicherungsbeiträge, die stärken am Ende unsere Sozialsysteme, wenn sie hierhin kommen und hier arbeiten. Darum geht es im Kern. Und das, was Sie immer wieder machen und was Sie auch in der Debatte um die Staatsangehörigkeit wieder machen, und auch da gehört das dazu, wenn man ein modernes Einwanderungsland sein will, dass man Menschen, die hierhin kommen, um hier zu arbeiten, auch Perspektiven bietet, dann kann man nicht vom Verramschen von Pässen sprechen. Dann kann man nicht Worte nutzen wie ein Black Friday, der im Kern auch noch eine rassistische Wortwahl ist, wenn man das zuspitzen muss. Ja, da schüren Sie Stimmungen gegenüber den Menschen, die hier schon lange leben, die hier leisten, dass sie Steuern zahlen, dass sie hier arbeiten, dass sie zu unserem Gemeinwesen beitragen. Und das ist genau die Kultur, die dazu führt, dass Menschen dann eben doch für ein anderes Land sich entscheiden und am Ende nicht für Deutschland. Und Herr Merz, wir waren beide gemeinsam letztes Jahr beim Tag der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Danach kamen mehrere IHK-Präsidenten zu mir und haben gesagt, danke, dass Sie über das Thema Fachkräfteeinwanderung gesprochen haben. Und können Sie bitte mit der Union reden, weil wir brauchen das so dringend. Aber die haben auch zu mir gesagt, die Wahrheit ist manchmal hart zu ertragen, aber die haben auch zu mir gesagt, streichen Sie das Wort Fach bei Fachkräften aus Ihrem Wortschatz. Wir brauchen tatsächlich in allen Bereichen Arbeitskräfte, die zu uns kommen. Wir können in den Hotels die Bars nicht mehr offen halten. Wir können grundlegende Dinge nicht mehr leisten. Unternehmen entscheiden sich eher, ihre Angebote zu reduzieren, weil sie keine Arbeitskräfte mehr haben. Wer mit offenen Augen durch unser Land läuft, der sieht überall die Warnzeichen. Die Kölner Verkehrsbetriebe, die das Angebot reduzieren müssen, weil sie kein Personal mehr haben. Auf der Friedrichstraße die Läden, die riesige Schilder vor der Tür stehen haben und sagen, wir suchen Verkäuferinnen. In Stralsund, an jedem Restaurant hängt ein Schild, wir suchen Arbeitskräfte, die hier mithelfen. An jeder Baustelle in Mecklenburg-Vorpommern, wir suchen Fachkräfte. Das ist die Folge Ihrer Politik von 16 Jahren. Sie ruinieren den deutschen Wirtschaftsstandort, wenn Sie so weitermachen. Ihre Politik ist wirtschaftsschädlich. Sie kostet die deutsche Wirtschaft jedes Jahr 86 Milliarden Euro, weil Sie nicht in der Lage sind, anzuerkennen, was jeder mittelständische Unternehmer in diesem Land uns immer wieder sagt. Laden Sie die Menschen ein. Wir brauchen Sie hier, und Sie müssen Teil unserer Gesellschaft werden. Und ich bin dankbar, dass es jetzt endlich eine Bundesregierung gibt, die schlichtweg die Realität anerkennt, die schlichtweg das Notwendige tut. Und wenn man Ihre Reden hier sieht, dann kann ich nur sagen, es ist gut, dass eine Ampel dieses Land regiert. Weil offensichtlich geht das nur in einer Regierung, an der die Union nicht beteiligt ist, dass wir ein modernes Einwanderungsgesetz in diesem Land bekommen. Ein Einwanderungsgesetz, dass diejenigen besser unterstützt, die gut qualifiziert sind, die einen anerkannten Berufsabschluss haben. Da senken wir die Hürden. Ein Einwanderungsgesetz, das aber eben auch auf Berufserfahrung setzt. Warum sollte ein Unternehmer nicht in der Lage sein, selber zu entscheiden, dass die Berufserfahrung, die eine ausländische Fachkraft mitbringt, in seinem Unternehmen auch einen Mehrwert schafft? Warum sollte ein Unternehmer eine Fachkraft beschäftigen, die er nicht braucht? Haben Sie so wenig Zufall? Vertrauen in das deutsche Unternehmertum. Das ist doch Unfug, was Sie hier unterstellen. Das Einzige, was wir machen, ist Entbürokratisierung, Vereinfachung, Hürden senken. Und das ist eigentlich das, was die Union wollen müsste. Wenn Sie sich gegen dieses Einwanderungsgesetz entscheiden, dann entscheiden Sie sich gegen die deutsche Wirtschaft. Dann entscheiden Sie sich gegen ein modernes Land. Dann stellen Sie Ideologie über Vernunft. Und das kann ich Ihnen wirklich nicht raten. Katharina Dröge, Co-Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, noch einmal mit ein wenig Situationsbeschreibung unter anderem, aber auch mit Kritik an der bisherigen
Fachkräfte- und Migrationspolitik der Unionsfraktion. Nächste Rednerin kommt aus den Reihen der AfD und ist Gerrit Huy. Sie ist Obfrau im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Bürger, die Koalition stellt heute ihr neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor, das den deutschen Arbeitsmarkt nach vorne bringen soll. Leider ist zu befürchten, dass auch diesmal es wieder darauf hinausläuft, dass eher gering qualifizierte Migranten zu uns kommen. Das alte Fachkräfteeinwanderungsgesetz jedenfalls war nicht sonderlich erfolgreich. Und wenn jetzt die Einwanderungshürden weiter abgesenkt werden, kommen zwar vermutlich mehr Migranten ins Land, aber wirkliche Fachkräfte werden in der Minderzahl sein. Es ist wohl auch der Regierung inzwischen klar geworden, dass wirklich qualifizierte Leute nicht daran interessiert sind, in Deutschland zu arbeiten. Sie können woanders viel mehr Nettoeinkommen verdienen. Nach der neuesten OECD-Statistik ist Deutschland gerade mal wieder Vize-Weltmeister geworden bei Steuern und Sozialabgaben mit fast 48% Abgaben auf den Durchschnittsverdienst von Singles. Das sind 13 Punkte mehr als über dem OECD-Durchschnitt. Die schlechter werdende Sicherheitslage in unseren Städten und unseren Bahnhöfen, unser mangelhaftes Schulsystem, das viel zu wenig ausbildungsfähige Abgänger hervorbringt, der Wohnraummangel, die hohen Mieten, die tun ein Übriges. Woanders lebt es inzwischen einfach besser. Und leider merken das auch immer mehr Deutsche und verlassen inzwischen in Scharen das Land. Allein im letzten Jahr 185.000. Und da die Hochqualifizierten nicht mehr kommen, wirbt die Regierung jetzt um die Minderqualifizierten. Von ihnen werden wahrscheinlich viele kurzzeitig im Arbeitsmarkt auftauchen, langfristig sich aber eher in unseren Sozialsystemen zu Hause fühlen. Und darauf wird sich im Moment wohl wirklich niemand mehr freuen. Da muss sich die Regierung doch endlich mal fragen, ob sie das Problem wirklich verstanden hat. Schließlich haben wir jede Menge eingewanderter junger Leute im Land, die eigentlich arbeitsfähig wären. Und von denen vermutlich auch ein nicht unerheblicher Teil tatsächlich arbeitet, wenn auch nicht im offiziellen Arbeitsmarkt. Das Angebot ist einfach zu gut. Zugewanderte Bürgergeldempfänger beziehen eine vollständig eingerichtete warme Wohnung, sind vollumfänglich krankenversichert, haben als Eltern Anspruch auf Kindergeld und dürfen obendrein noch prima Lebensmittel bei den Tafeln abholen. Meist haben sie mehr, als sie in ihrem Heimatland verdienen könnten mit Arbeit. Wer könnte da schon widerstehen? Selbst viele Deutsche fangen inzwischen an nachzurechnen, ob es für sie nicht schlauer wäre, auch ins Bürgergeld zu gehen. Das gilt natürlich erst recht für Menschen, die mit unserem Staat nichts anzufangen wissen. Und nein, ich meine nicht unseren Wirtschaftsminister. Durch Fachkräfteeinwanderung werden wir unser Problem also eher nicht lösen, genauso wenig, wie wir die gut 2,5 Millionen Menschen, junge Menschen ohne Berufsabschluss mit einer großen Bildungsinitiative erreichen werden. Aber haben wir nicht auch jede Menge Helferjobs, die wir nicht besetzen können? Ich erinnere nur an die fehlenden Kofferträger vom letzten Sommer. Dafür könnten wir doch endlich das millionenschwere Arbeitskräftepotenzial aus dem Bürgergeld in den Arbeitsmarkt bringen. Und ich spreche hier ausdrücklich nicht von den vielen Alleinerziehenden, denjenigen, die Familienangehörige pflegen, und den vielen Kranken, die auch im Bürgergeld sitzen, obwohl sie wahrscheinlich in der Sozialhilfe viel besser aufgehoben wären. Ich spreche von den vielen jungen, oft zugewanderten, gesunden, arbeitsfähigen. Anlernjobs widersprechen nicht der Menschenwürde. Sie sind zumutbar und können gerade auch von Menschen, die keinen Beruf erlernt haben, sehr gut ausgeübt werden. In den Ländern um uns herum klappt das schließlich auch. Die Regierung sollte dann aber auch sicherstellen, dass die kommenden Schulabgängerjahrgänge wieder besser aufgestellt sind und sich auch ausbilden lassen wollen. Wenn Sie sehen, dass Ihre Kollegen nicht mehr als Kostgänger im Bürgergeld geduldet werden, wird das auch funktionieren. Vielen Dank. Gerrit Huy aus der AfD-Fraktion, Obfrau im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Der nächste Redner in dieser ersten Beratung eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Fachkräfteeinwanderung ist der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Lukas Köhler. (lacht)
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, rein aus wirtschaftlicher Perspektive sind wir schon dazu gezwungen, ein Einwanderungsland zu sein. Ich glaube aber auch, wir sind aus Attraktivitätsgründen dazu gezwungen. Ich glaube, wir müssen den Standort Deutschland verbessern. Und das, Herr lieber Throm, was wir gerade von Ihnen gehört haben, zeigt, wie sehr die Union sich bei dem Thema noch windet. Dass Sie den Anschein erwecken, dass wir rein aus Migration innerhalb der EU das Problem, das wir durch den demografischen Wandel haben, lösen würden, ist Wahnsinn. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen natürlich auch Menschen aus dem außereuropäischen Ausland. Und meine Damen und Herren, wir haben doch schon längst kein reines Fachkräfteproblem mehr. Wir haben einen Arbeitskräftemangel. Wir haben überall zu wenig Menschen, die in Jobs, die gut bezahlt werden, arbeiten können. Wir finden niemanden mehr, egal von der bayerischen Wirtschaft bis zum Hightech-Unternehmen und Hightech-Startup in Berlin. Nirgendwo finden wir ausreichend Menschen, um den Bedarf, den wir haben, zu decken. Und deswegen müssen wir ein attraktives Land werden. Weil die große Herausforderung, wir machen mit diesem Gesetz, gehen wir in genau die richtige Richtung. Wir werden das im parlamentarischen Verfahren natürlich noch besser machen. Das ist unser Job, das machen wir gut. Aber die Attraktivität dieses Landes entscheidet darüber, ob Menschen wirklich zu uns kommen und zu uns kommen wollen. Und das ist es, was wir in den Vordergrund rücken müssen. Die Leute müssen gerne nach Deutschland kommen wollen. Die Leute müssen gerne ihre Familien mit hier hinbringen, weil die in Zukunft auch mal Arbeitskräfte mit sich bringen, weil die auch hier arbeiten können, weil die Leute hier gerne leben können und leben wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Verfahren offen gestalten, dass wir aber auch in unserer Kommunikation offen werden. Und als letzter Punkt, wir müssen die bürokratischen Verfahren einfach und möglich machen. Weil die Herausforderung ist doch, wenn die Leute kommen wollen, dann dürfen sie nicht daran gehindert werden. Das ist die große Herausforderung. Ich meine auch bei der Qualifikation ist doch die große Frage. Wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer findet, kann uns doch als Staat völlig egal sein, wie der qualifiziert ist. Der muss da arbeiten können. Es muss so einfach wie möglich gemacht werden. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen in diesem Land. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Lukas Köhler, Fraktionsvize in der FDP-Fraktion. Es folgt eine weitere Stellvertreterin aus einem Fraktionsvorstand, nämlich Susanne Ferschel aus der Linksfraktion. Sie ist aber zudem auch Sprecherin für Arbeit und Mitbestimmung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, gute Arbeitsbedingungen und anständige Löhne in diesem Land, und zwar gleichermaßen für in- und ausländische Beschäftigte, müssen das Fundament der Fachkräfteeinwanderung sein. Ja, wir brauchen Fachkräfte. Und ja, wir müssen den Arbeitsmarkt öffnen. Für das Geschrei der Arbeitgeberverbände habe ich aber tatsächlich nur bedingt Verständnis. Weil schaut man sich den Arbeitsmarkt genau an, stellt man fest, die Situation ist nicht so dramatisch, wie sie gerne dargestellt wird. Lediglich in 26 von 144 Berufsgruppen gibt es tatsächlich einen Mangel. Ansonsten fehlen die Arbeitskräfte vorrangig dort, wo die Löhne niedrig und Arbeitsbedingungen mies sind. Es ist doch kein Wunder, dass Fachkräftemangel im Bereich der Pflege, auf dem Bau oder in der Gastronomie besonders hoch sind. Und da müssen sich die Arbeitgeber auch mal schön an der eigenen Nase fassen. Es ist schließlich auch deren Aufgabe, für gute Arbeit zu sorgen. Kleiner Tipp. Tarifverträge würden helfen. Aber auch wir haben hier natürlich die Pflicht, dafür zu sorgen, dass dieses Gesetz nicht für Lohndumping missbraucht wird. Beispiel Westbalkan-Regelung. Die Menschen, die im Zuge dieser Regelung zu uns gekommen sind, bekommen häufig nur Niedriglohn. Und die meisten von ihnen arbeiten auf dem Bau oder in der Gastronomie. In der Baubranche wurde der Branchenmindestlohn von der Arbeitgeberseite aufgekündigt und in der Gastronomie gibt es faktisch keine Tarifverträge mehr. Ja, das darf doch nun wirklich nicht mit dem Nachschub an billigen Arbeitskräften belohnt werden. Und deswegen müssen wir bei der Ausweitung der Westbalkan-Regelung das unbedingt an das Vorhandensein von Tarifverträgen knüpfen. Eine hohe Tarifbindung, Sozialversicherungspflicht und eine dauerhafte Bleibeperspektive sind die Voraussetzungen für eine Erwerbsmigration. Und abschließend will ich noch sagen, ungebrochen solidarisch ist das Motto des 1. Mai. Und das sollten wir uns als Bundestag auch bei der Fachkräfteeinwanderung zu eigen machen. Vielen Dank.
Susanne Ferschel war das, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion und wie schon mal angekündigt, ein weiterer Minister in dieser ersten Beratung eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Fachkräfteeinwanderung, nämlich der Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, noch nie waren so viele Menschen in Deutschland in Arbeit wie jetzt. Wir haben fast 46 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. Es war die deutsche Wirtschaft, es waren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das vor allen Dingen erreicht haben. Es war auch gute Politik, keine Frage. Aber wir haben das geschafft, trotz der Krisen der letzten Jahre den Arbeitsmarkt in Deutschland stabil zu halten. Das ist die gute Nachricht für unser Land. Und das ist übrigens aber auch der Grund, warum jetzt schon in vielen Bereichen händeringend Arbeits- und Fachkräfte gesucht werden. Aber die eigentliche Aufgabe, meine Damen und Herren, liegt noch vor uns. Ab 2025 werden die geburtenstarken Jahrgänge, die Generation der Babyboomer, der vor 64 Geborenen, wohlverdient in Ruhestand gehen. Und deshalb ist es wichtig, und das sagt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, dass wir alle Register ziehen müssen für Arbeits- und Fachkräftesicherung. Wenn wir das nicht tun, fehlen uns bis 2035 7 Millionen Arbeits- und Fachkräfte. Dann wird Fachkräftemangel zur Wachstumsbremse, und das werden wir nicht zulassen als Ampelkoalition, meine Damen und Herren. Und deshalb hat die Bundesregierung und hat diese Koalition eine klare Fachkräftestrategie. Wir ziehen alle inländischen Register. Und Frau Ferschel, dazu gehören bessere Arbeits- und Lohnbedingungen. Deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht. Deshalb sorgen wir dafür, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen, um die Tarifbindung zu stärken. Wir werden morgen das Aus- und Weiterbildungsgesetz beschließen mit einer Ausbildungsgarantie für junge Leute, weil eine berufliche Ausbildung die beste Eintrittskarte in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben ist und weil wir da noch großes Potenzial haben. Wir werden für Weiterbildung sorgen, damit die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen. Wir werden dafür sorgen, dass die Frauenerwerbsbeteiligung in diesem Land wächst. Wir haben das Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht, um auch Menschen mit schweren Behinderungen, die gut qualifiziert sind, in Arbeit zu bringen. Wir werden alle Register im Inland ziehen, meine Damen und Herren. Ja, und um diese große wirtschaftspolitische Aufgabe zu stemmen, brauchen wir auch höhere Produktivität. Auch die Digitalisierung wird uns helfen, die Lücke zu schließen. Aber wenn wir all diese Register gezogen haben, wird es trotzdem nicht reichen, diese Aufgabe allein mit inländischen Potenzialen zu leisten. Und deshalb, meine Damen und Herren, brauchen wir qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Und ich kann mich bei der Union wirklich nur wundern. Sie hatten mal wirtschaftlichen Sachverstand in ihren Reihen. Sie hatten mal Leute wie Heiner Geißle, der gesellschaftspolitischen Sachverstand repräsentiert hat. Und solche Reden hier zu halten, zeigt, dass Fachkräftemangel auch in der Opposition ein Problem zu sein scheint. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich will Ihnen das einzeln inhaltlich beschreiben. Wenn Sie davon reden, dass wir in diesem qualifizierten Einwanderungsgesetz Schwellen senken, dann sagen Sie, Sie wollen keine beruflich Qualifizierten aus anderen Ländern, sondern höchstens Akademikerinnen und Akademiker. Aber meine Damen und Herren, wir brauchen Akademikerinnen und Akademiker, wir brauchen kluge Köpfe und helfende Hände, um unseren Wirtschaftsstandort zu sichern. Das ist die Wahrheit. Ihr zweites Argument ist, man müsse nur Verfahren beschleunigen. Da kann ich Ihnen sagen, richtig, wir werden Verfahren beschleunigen, und zwar mit diesem Gesetz. Diese Arroganz zu sagen, es gibt nur in Deutschland eine gute Ausbildung, die kann sich Deutschland nicht leisten. Und deshalb sagen wir mit der Erfahrungssäule, wenn Menschen Berufserfahrung haben und in ihrem Heimatland beruflich qualifiziert sind und einen Arbeitsvertrag haben, dann können sie ja kommen, und das mühselige Verfahren von Berufsanerkennung, das wird dann in Deutschland durchgeführt. Das ist Pragmatismus, das ist Abbau von Bürokratie. Dann schlagen Sie vor, dass wir eine neue Behörde gründen. Das Einzige, was der CDU einfällt, ist, eine neue Behörde zu gründen. Ich kann Ihnen sagen, wir werden digital eine Bundesagentur für Einwanderung schaffen, indem wir dafür sorgen, dass die Dinge vernetzt werden. Das ist der Unterschied. Digitalisierung, Visabeschleunigung, dass das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, das es schon gibt, durch Digitalisierung. Das hilft der deutschen Wirtschaft und nicht Ihr Gerede, Herr Frey. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist, Sie wollen vielleicht mühsam gerade noch irgendwie bürokratisch Einwanderung, wenn es gar nicht anders geht, hinnehmen. Aber damit werden wir nicht weit genug kommen. Deutschland braucht neben den inländischen Potenzialen eine Politik, die qualifizierte Einwanderung will, die anwirbt gezielt in Ländern, wo wir helfende Hände und kluge Köpfe vermuten, mit der Wirtschaft gemeinsam.
Und wir müssen eins gemeinsam, da lade ich Sie ein, dazu zu lernen. Einen Fehler der Vergangenheit dürfen wir nicht wiederholen. In den 60er Jahren gab es in Deutschland schon mal Vollbeschäftigung. Und man hat Arbeitskräfte geholt. Aber es kamen Menschen. Und man hat damals Integration weder angeboten noch verlangt. Diesen Fehler wird Deutschland nicht wiederholen. Und dazu sind alle aufgerufen. Es kommen Fach- und Arbeitskräfte, aber es sind Menschen. Und wir wollen, dass sie Teil, wenn sie bei uns bleiben, hier Steuern zahlen und hart arbeiten, dieser Gesellschaft werden können. Das ist notwendig. Ich will Ihnen eins zum Schluss sagen. Ich war vor einigen Wochen hier in einem Unternehmen, Rolls-Royce, vor den Toren Berlins, 2000 Mitarbeiter aus 50 Nationen. Und wenn Sie mit den Menschen sprechen, warum sie nach Deutschland gekommen sind, dann erfahren Sie übrigens viel Gutes über unser Land. Da war jemand, der gesagt hat, ihr habt wenigstens anständige Arbeits- und Lohnbedingungen. Da war ein anderer, der gesagt hat, ich komme aus Großbritannien. Die sind aus der Europäischen Union ausgetreten, deshalb bin ich nach Deutschland gekommen. Da ist eine Frau aus China gewesen, die hat gesagt, ihr habt Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, deshalb bin ich hier. Das sind die Argumente, mit denen wir in der Welt werben müssen, für unser Land, in unserem eigenen Interesse. Es geht darum, auch Einwanderung zu sortieren und zu steuern. Wir werden keine Einwanderung in die Sozialsysteme und keine Einwanderung zur Lohndrückerei zulassen. Aber wir schaffen das modernste und liberalste Einwanderungsrecht mit diesem Gesetz, weil Deutschland es braucht, meine Damen und Herren. Bundesarbeitsminister Heil wirbt für den Gesetzentwurf der Bundesregierung und beschreibt auch noch mal die Lage im Land. Es brauche, sagt er, helfende Hände und kluge Köpfe und skizziert damit das breite Spektrum, in dem es an Arbeitskräften in Deutschland fehlt. Nächster Redner ist Hermann Gröhe, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zunächst Fakten gegen Märchen. Deutschland hat ein modernes Einwanderungsgesetz mit richtig guten Regelungen. Und hier zitiere ich Hubertus Heil aus der Debatte vom 9. Mai 2019, wo er genau so das Gesetz beschrieb, das im März 2020 in Kraft getreten ist. Und dieses Gesetz ist eben keine Akademikereinwanderung, sondern selbstverständlich auch eine Einwanderung für beruflich Qualifizierte. Ich muss Hubertus Heils Gesetzgebung aus dem Jahr 2019 gegen die jetzt falschen Behauptungen in Schutz nehmen. Das ist in der Tat spannend. Deutschland kann aber nicht, und darüber müssen wir streiten, zufrieden sein mit dem, was wir bisher erreichen. Wir müssen besser und wir müssen vor allen Dingen schneller werden bei der Fachkräftezuwanderung. Darüber sollten wir streiten, aber dazu leistet Ihr Gesetz eben keinen Beitrag, meine Damen, meine Herren. Sie selbst haben die bisherigen Bestimmungen nicht evaluieren können, nennen im Gesetz die Corona-Pandemie als Grund dafür, dass das Gesetz seine Wirkung nicht entfalten könnte, kann man alles in Ihrem Gesetzentwurf nachlesen. Die Wahrheit ist, es hakt allüberall an Verfahren. Da schreibt eine Zeitung Ende des Jahres, dass in Frankfurt eine Bank das Ausländeramt verklagt auf Untätigkeit, weil sie sich von einem dringend benötigten Mitarbeiter trennen müssen, weil der 8 Monate lang auf seinen Antrag auf Visumsverlängerung überhaupt keine Antwort erhält. Und die Zeitung schreibt nach einer Diskussion im Frankfurter Römer, es gäbe 15.000 E-Mails, die nicht beantwortet werden. An dieser Eingangshürde ändert Ihr Gesetz nichts, meine Damen, meine Herren. Annalena Baerbock sagt über das Verfahren, für die Menschen, die nach Deutschland zum Arbeiten und Studieren kommen wollen, es wirke abschreckend. Eine interessante Bilanz der Arbeit oder sollte ich sagen der Untätigkeit von Heiko Maas bei der notwendigen Ausstattung in den Visabehörden, aber ja offensichtlich auch von ihr in den letzten Monaten nicht geändert. Meine Damen, meine Herren, bei einem Antragsstau die Zahl der Antragsberechtigten massiv zu erhöhen. Wie widersinnig ist das denn? Es geht nicht darum, dass wir die Qualifikationserfordernisse senken, sondern dass wir endlich schneller werden. Und da ist ja manches für die Visabehörden jetzt angekündigt worden. Angekündigt, getan ist bisher wenig. Aber es meint eben auch die Ausländerbehörden vor Ort. Tausende
Anträge, die nicht bearbeitet werden. Und hier zielt unser Angebot, mit Ihnen zu reden über eine Digitalisierung, über eine Beschleunigung des Verfahrens. Wir wollen für die Qualifizierten, die wir brauchen, einladender werden. Sie wollen die einladen, die nicht qualifiziert sind. Das ist der Unterschied, meine Damen, meine Herren. Und da sind Sie auf dem völlig falschen Weg. Wir brauchen diese Fachkräftezuwanderung und wir wollen diese. Aber wir müssen, und da gebe ich Ihnen recht, auch ein Klima in diesem Land dafür erhalten. Und deswegen sage ich sehr deutlich, die dumpfe Stimmungsmache gegen Zuwanderer von der äußersten Rechten weisen wir entschieden zurück. Das ist für uns völlig klar. Aber Frau Faeser, ich sage Ihnen auch, wer die Hilferufe von Bürgermeistern und Landräten angesichts von irregulärer Zuwanderung missachtet, leistet diesem Klima ebenfalls einen Bärendienst. Und damit muss Schluss sein. Wir wollen die Menschen aufnehmen, die uns wirklich brauchen, wenn sie ein Recht auf Schutz haben. Wir wollen die Menschen willkommen heißen, die wir wirklich brauchen. Dazu brauchen wir schnellere Verfahren. Dazu brauchen wir wirkliche Fachkräftezuwanderung. Ihr Gesetz weist hier in die völlig falsche Richtung. Vielen Dank. Sagt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Hermann Gröhe. Die Bundesregierung setze zu sehr auf nicht qualifizierte Einwanderung, während die qualifizierten Einwanderer zu lange auf eine Erlaubnis warten müssten, in Deutschland arbeiten zu dürfen, weil die Ausländerbehörden überfordert seien. Ms. Bakan aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin. 1989 gesagt, wir sind kein Einwanderungsland und wir können auch keins werden. Und wenn man Ihnen zuhört, liebe Union, dann kann man feststellen, ja, quantitative Fakten, die erkennen Sie mittlerweile an, aber in der Grundeinstellung haben Sie sich in Sachen Arbeitsmigration in 34 Jahren kaum einen Meter weiterentwickelt. Faktisch haben Sie in den letzten Jahrzehnten eine Politik verfolgt, die Migration verhindert und die es Leuten möglichst schwer machen sollte, nach Deutschland zu kommen. Und das, obwohl wir in Deutschland kaum einen Sektor haben, wo der Fachkräftemangel direkt oder indirekt nicht eines der größten Probleme darstellt. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und lamentieren und spielen sich auf als ein ganz, ganz großer Bedenkenträger. Festzustellen bleibt aber, in Sachen Migrationspolitik und in Sachen Fachkräftepolitik hat die Union und ist die Union schlicht wirtschaftsfeindlich. Ihre Politik weiterzufahren wäre ein Angriff auf die deutsche Volkswirtschaft. Deutschland hat ein ernstes Problem mit ihrem Wirtschaftssystem und mit dem Sozialsystem, wenn es so bleibt, wie es ist, wenn wir so unattraktiv bleiben, wie wir sind. Und schon im letzten Jahrzehnt konnten wir feststellen, dass der demografische Wandel eigentlich nur durch Einwanderung kompensiert werden konnte. Die Zahl der Deutschen, die erwerbsfähig sind, sinkt. Und das sind gerade 350.000 Leute im Jahr, die wir ersetzen müssen. Und Friedrich Merz stellt sich hier hin und fragt dann öffentlich in unterschiedlichen Sendungen, wo sind die Wohnungen, wo sind die Schulen, wo sind die Krankenhäuser und die Kindergärten? Ja, hören Sie einmal ganz kurz zu, dann kriegen Sie auch die Antwort darauf. So, für die zusätzlichen Einwanderer. Und ich frage Sie, Herr Merz, wo sollen denn die Wohnungen gebaut werden, die in Schulen unterrichtet werden, wo in Krankenhäusern operiert werden und in Kindergärten betreut werden, wenn niemand nach Deutschland kommen will? Wir haben kein Problem damit, wenn zu viele Fachkräfte nach Deutschland kommen wollen. Wir haben ein Problem damit, wenn zu wenig Leute nach Deutschland kommen wollen. Nie wurden politische Rahmenbedingungen geschaffen, die dieser Tatsache Rechnung tragen. Bis heute. Wir machen jetzt Schluss mit einer schädlichen und restriktiven Arbeitsmarktpolitik. Was wir schaffen, ist die Öffnung des Einwanderungsrechts, die Vereinfachung der Verfahren, die Digitalisierung der Prozesse, die Verbesserung der Anwerbung, Integration von Fachkräften und ihren Familien und eine echte Willkommenskultur. Ich möchte mich bedanken bei all denen, die viel Arbeit in den Entwurf gesteckt haben und an die Kolleginnen und Kollegen, der Berichterstatter der Ampel. Wir machen uns auf in ein Einwanderungsrecht, das seinen Namen verdient. Vielen Dank.
Ms. Barkan aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und es geht hier natürlich nach wie vor um die, wie die Koalition, wie die Bundesregierung sagt, die Weiterentwicklung der Fachkräfte. Einwanderung und dazu jetzt Götz Frömming aus der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen der CDU-CSU-Fraktion. Also ich finde das ja schon recht putzig, wie ausgerechnet die CDU-CSU-Fraktion sich hier in dieser Debatte als Gralshüter einer geregelten Einwanderungspolitik geriert. Liebe Kollegen, auch wenn Sie das nicht hören wollen, Angela Merkel war Ihre Kanzlerin und es gab unter keinem anderen Kanzler ein so großes Chaos in der Einwanderungspolitik wie unter Angela Merkel. Und werter Kollege Gröhe, das ist keine dumpfe Stimmungsmache. Das Aussprechen der historischen Wahrheit gehört zu einer ehrlichen Debatte dazu, meine Damen und Herren. Ja, wir haben eigentlich gedacht, dass es nach Angela Merkel nicht schlimmer kommen könne. Aber dann kamen Nancy Faeser und Hubertus Heil und legen uns ein Gesetz vor mit dem Titel Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Werte Kollegen der Ampel, werte Bundesregierung, sprechen Sie eigentlich noch mit den Menschen da draußen auf der Straße? Offenbar nicht. Sonst wüssten Sie, was der Mann auf der Straße inzwischen denkt, wenn er das Wort Fachkraft hört. Es ist Ihrer Politik zu verdanken, dass das Wort Fachkraft inzwischen für viele Menschen in den Ohren wie ein Schimpfwort klingt, meine Damen und Herren. Und diese verkorkste Fachkräfteeinwanderung, die wir bisher hatten, die wollen Sie nun auch noch weiterentwickeln. Das ist ja schon fast eine Bedrohung, meine Damen und Herren. Und ich frage mich, also, ob das jetzt alles nur dreist ist oder ob Sie wirklich so dumm sind. Aber Tatsache scheint wohl zu sein, Sie haben komplett den Kontakt zu unserer Bevölkerung verloren, meine Damen und Herren. Ja, es wurde schon angesprochen, etwa 2 Millionen offene Stellen haben wir, etwa 2 Millionen Migrantenfachkräfte, hieß es ja damals, sind nach Deutschland gekommen. Davon sind nur die wenigsten in Lohn und Brot. Jüngst hat ein Experte in dieser Frage aus der Fraktion Die Grünen auf das Problem hingewiesen. Boris Palmer heißt der gute Mann, er ist Oberbürgermeister in Tübingen, weiß, wovon er spricht. Und er hat ganz zu Recht gesagt, wieso sollte denn der syrische Familienvater, der vielleicht Maler ist, jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, wenn er für seine 5 Kinder und in unserem Sozialstaat auf andere Art und Weise besser leben kann. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Deutschland ist leider nicht als Arbeitsplatz attraktiv. Deutschland ist der Welt nur als Sozialamt attraktiv. Und das hat zu tun natürlich damit, dass wir die höchsten Steuern und Abgaben haben in diesem Land, dass wir inzwischen die höchsten Energiepreise haben in diesem Land und dass wir ein verkorkstes und kaputtes Bildungswesen haben, meine Damen und Herren. Deshalb machen echte Fachkräfte längst einen Bogen um dieses Land. Sie wollen die Hürden weiter absenken. Das Goethe-Institut hat zu Recht gewarnt. Sie wollen keinerlei Sprachprüfungen mehr abhalten lassen. Jeder kann kommen, egal ob er ein Wort Deutsch spricht oder nicht. Das stärkt nicht diesen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, den wir dringend brauchen. Das schafft auch keine Abhilfe der fehlenden Arbeitsplätze, die zu besetzen sind. Das zerstört den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Und wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Dr. Anveruschka Jurisch. Und Anveruschka Jurisch ist Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für unser Land. Wir machen Schluss mit dem Muff in der Arbeitseinwanderungspolitik. Denn Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir verdanken Migrantinnen und Migranten, die bei uns mit angepackt haben und die ihren Fleiß und ihre Ideen bei uns eingebracht haben, sehr, sehr viel. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle zuerst einmal Danke sagen. Mit unserem Gesetz sorgen wir dafür, dass Deutschland auch endlich ein modernes Einwanderungsland wird und in der Profiliga der Einwanderungsländer mitspielen kann. Uns Freien Demokraten war es ein liberales Kernanliegen, ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild einzuführen. Mit einem Punktesystem schaffen wir jetzt einen weltweit sichtbaren Leuchtturm auf dem internationalen Arbeitsmarkt.
Mit einem flexibel ausgestalteten Punktesystem können wir gut auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts eingehen, und wir schaffen Transparenz und Klarheit. Wir machen jetzt unsere Arbeitseinwanderung fit für die Zukunft. Was sind denn die konkreten Hindernisse bei der Erwerbsmigration? Unsere langwierigen Anerkennungsverfahren stehen doch da an der allerersten Stelle. Vertrauen wir hier doch vielmehr auch auf das Urteil eines Arbeitgebers und nicht in erster Linie auf das des Staates. Die Westbalkanregel zeigt uns doch ganz klar, dass dieser Weg hervorragend funktioniert. Und nein, diese Menschen landen nicht in unserem Sozialsystem. Informieren Sie sich bitte da an dieser Stelle auch richtig. Deswegen bauen wir die Westbalkanregelung zu einem echten Chancenkontingent auch für andere Länder aus. Deutschland ist auf Zuwanderung in den Arbeitsmarkt angewiesen. Wir haben es schon gehört, Ende 2022 gab es in Deutschland laut IAB rund 2 Millionen unbesetzte Stellen. 2 Millionen unbesetzte Stellen, das heißt 2 Millionen Mal Senioren, die ohne Pflege auskommen müssen, Hauseigentümer, die jahrelang auf eine Wärmepumpe warten, geschlossene Restaurants, weil das Essen eben nicht allein an den Tisch kommt, erfolglose Wohnungssuchen, weil sich Häuser eben nicht selber bauen. Wenn wir den sozialen Wohlstand in unserem Land erhalten wollen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, wenn wir als Land ganz schlicht einfach funktionieren wollen, dann geht das nur mit Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Und dafür brauchen wir jetzt 2 Dinge. Erstens, wir brauchen Mut bei den Vorschriften, die Arbeitseinwanderung pragmatisch und lebensnah ermöglichen sollen. Und deswegen lassen Sie uns jetzt die Westbalkanregel zu einem echten Chancenkontingent ausbauen und auf weitere Länder ausweiten. Unsere Unternehmen wünschen sich das, und zwar auch Unternehmer, die ein CDU-Parteibuch haben. Das möchte ich an dieser Stelle doch auch mal sagen. Die Einwanderung auf der Grundlage von Berufserfahrung wird nur funktionieren, wenn wir nicht zu hohe Gehaltsschwellen oder gar Tarifbindung und andere starre Prinzipien voraussetzen. Zweitens, wir brauchen bessere Verfahren. Servicekräfte am Schalter statt Faxgeräte und Verwalter. Wir brauchen hier Ermöglicher. Und deshalb, Auswärtiges Amt und BMI und alle weiteren zuständigen Behörden geben jetzt bereits Vollgas und müssen weiter Vollgas geben, die einzelnen Einwanderungsverfahren und Schnittstellen zu überprüfen. Und dann müssen wir natürlich auch alles endlich digitalisieren, was auch in den letzten Jahren liegen geblieben ist. Heute ist ein guter Tag für unser Land. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist jetzt schon im Entwurf, ein großer Schritt nach vorne. Wir machen jetzt unser Land fit für die Zukunft in der Arbeitseinwanderung. Und ich freue mich auf das parlamentarische Verfahren. Vielen herzlichen Dank. Anveruska Juric aus der FDP-Fraktion hat die Westbalkan-Regelung angesprochen, die in dem vorliegenden Gesetzentwurf verändert werden soll. Damit könnten künftig jährlich bis zu 50.000 Staatsangehörige aus den 6 Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien nach Deutschland einzuwandern. Sie könnten für jede Beschäftigung nach Deutschland einreisen, ohne eine berufliche Qualifikation nachweisen zu müssen. Jetzt am Pult Gökay Akbulut aus der Linksfraktion. Wir wollen auch, dass Einreisebarrieren abgebaut werden und Betroffene nicht ständig gegen bürokratische Windmühlen ankämpfen müssen. Als Linke lehnen wir jedoch die ökonomisierte Sichtweise auf Migration ab. Einwanderung soll erleichtert werden, weil sie aus demokratischen Gründen nützlich ist und weil die Wirtschaft Fachkräfte braucht. Menschen werden hier zu nützlichen Ressourcen nach Punktesystemen degradiert. Das ist nicht akzeptabel. Daher müssen in diesem Gesetz die Rechte der Migrantinnen in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Eingewanderten fordern dauerhaftes Bleiberecht und gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Die Anerkennungsverfahren ausländischer Abschlüsse müssen hier weiter vereinfacht und vor allem viel schneller erfolgen. Die hohen Hürden des Familiennachzugs, wie etwa Nachweise über die Sicherung des Lebensunterhalts oder ausreichenden Wohnraums, müssen deutlich gesenkt werden. Für viele Geflüchtete ist, meine Damen und Herren, der Übergang von der Flucht in die Erwerbsmigration nach wie vor sehr problematisch. Es ist zwar ein positiver Schritt, dass international Schutzberechtigte in Zukunft nicht mehr von der blauen EU-Karte ausgeschlossen werden, aber auch für Menschen, die im Asylverfahren sind oder die mit einer Duldung leben müssen, muss es Lösungen geben.
von der im Koalitionsvertrag versprochenen Weiterentwicklung der Ausbildungsduldung in eine Ausbildungsaufenthaltserlaubnis findet sich in diesem Gesetzesentwurf leider nichts. Ganz im Gegenteil, bei der Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche etwa werden Personen, die aus humanitären Gründen in Deutschland sind, von vornherein ausgeschlossen. Dafür haben wir überhaupt kein Verständnis. Der Gesetzentwurf muss an einigen Stellen noch ergänzt und korrigiert werden, und wir fordern vor allem die stärkere Einbeziehung der Gewerkschaften und der Migranten-Selbstorganisationen. Vielen Dank. Gökay Akbulut ist Sprecherin für Migrationspolitik in der Linksfraktion, hat hier ihre Kritikpunkte genannt in einer Debatte, die relativ schnell ist, weil die Redezeiten meist nur 4, 3 oder sogar auch nur 2 Minuten lang sind. Das heißt, dass es viele Wortmeldungen in den Fraktionen gegeben hat, in den verschiedenen, und die Gesamtzeit der Debatte dann entsprechend aufgeteilt wurde. Aber so kriegt das Ganze auch mehr Tempo. Dirk Wiese ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Diesen zu finden. Sie waren lange auf der Suche. Oftmals war es so, dass sie keinen gefunden hatten, jahrelang warten mussten. Wir haben in den letzten Jahren eine Veränderung, die stattgefunden hat. Junge Menschen können heutzutage frei wählen. Sie können sich einen Ausbildungsplatz suchen. Sie haben die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Das hat viele positive Effekte, gerade in diesem Bereich. Auf der anderen Seite ist es aber eine riesengroße Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Denn, und das muss man ehrlich konstatieren, wir werden es mit dem inländischen Bedarf nicht mehr schaffen, den Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarf in diesem Land zu decken. Und darum ist die deutsche Volkswirtschaft, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben wollen, in den nächsten Jahren zwingend auf Zuwanderung angewiesen. Und darum ist es gut, dass die Ampelkoalition das anpackt, das ordnet und regelt und auch vereinfacht. Sonst werden wir nicht mehr wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Und wie schwierig die Situation mittlerweile für die Betriebe ist, das zeigt mir ein Beispiel eines Handwerksbetriebs im Sauerland. Der sucht mittlerweile Lehrlinge in Tadschikistan. Es gibt keine anderen Möglichkeiten mehr, wo er Lehrlinge jetzt findet. Und wenn ich allein sehe, was er für Schwierigkeiten hat, diese jungen Menschen hier hinzubekommen, die übrigens wollen, dann müssen wir in diesem Bereich vorangehen. Und das tut die Ampel genau mit diesem Gesetz. Und es ist richtig, dass wir das angehen. Und ich will schon sagen, wenn ich einige Redebeiträge heute auch gehört habe, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich muss sagen, es gibt einen fundamentalen Unterschied, und der ist heute deutlich geworden. Sie versuchen, alles möglich zu machen, um Zuwanderung in dieses Land zu verhindern. Sie wollen es erschweren, sie wollen es nicht möglich machen und sind damit, und das ist deutlich geworden, eine Gefahr für diesen Wirtschaftsstandort der Bundesrepublik. Und sie versperren sich gegen alle, sie versperren sich gegen alle Perspektive der Handwerksverbände, der Deutschen Wirtschaftsverbände, des BDI. Alle sagen genau das Gegenteil, und ich bin manchmal wirklich erschrocken, wie Sie heute hier in dieser Debatte argumentieren. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, mich verwundert es nicht, weil es sind die gleichen Reden, die Friedrich Merz schon 2001, 2002 gemeinsam mit Roland Koch gehalten hat, Kampagnen Kinder statt Inder. Leider ist das wieder auf der Tagesordnung bei Ihnen. Ich bedauere das ehrlicherweise sehr. Und wenn wir es hinbekommen wollen, dass Fachkräfte zu uns kommen, dann müssen wir auch die Frage uns stellen, wie wir eine stärkere Willkommenskultur etablieren können. Denn ich will das ganz deutlich sagen. Momentan machen Fach- und Arbeitskräfte einen Bogen um die Bundesrepublik Deutschland. Die Bertelsmann-Stiftung hat eindeutig gesagt, dass die Bundesrepublik an Attraktivität im Ländervergleich zurückgefallen ist. Und eine Studie, die mir noch mehr Sorgen macht, die des Tübinger Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit, die hat festgestellt, dass ausländische Fachkräfte, die hier sind, sich nicht willkommen fühlen. Ihnen fehlt es an sozialer Integration, und 2 von 3 von Ihnen haben auch im Alltag Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und ich sage das ganz deutlich, dass das so ist, dass Fachkräfte einen Bogen um unser Land momentan machen. Dazu tragen auch die Debatten von ganz rechts bei und leider immer mehr aus Ihrer Fraktion, die täglich wieder stattfinden. Wir wollen das ändern. Wir werden dieses Einwanderungsrecht voranbringen. Und das ist gut für dieses Land und gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Dirk Wiese aus der SPD-Fraktion hat nochmal verwiesen auf eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, wonach Deutschland nicht attraktiv genug ist für Zuwanderer, für Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland. Und ein Grund dafür sei die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung. Nächster Redner Alexander Hoffmann aus der Unionsfraktion. Bundesregierung auch intensiv befasst und beschäftigt. Und ich glaube, eines ist dabei klar geworden: Die einfache Lösung, ja, aus dem Handgelenk, die gibt es dabei nicht. Und diese Diskussion müssen wir, und ich glaube,
das sollten wir auch mal feststellen, fraktionsübergreifend und parteiübergreifend führen, denn es ist eine große, eine gemeinsame Herausforderung. Das sage ich aber an dieser Stelle deshalb, weil ich wundere mich dann schon, Frau Ministerin Faeser, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, wir wuppen das jetzt heute, das sind 16 Jahre Reformstau nach der Union. Wir haben in Sachen Fachkräftezuwanderung zwei Ressorts, wo echter Handlungsbedarf besteht. Das eine ist das Außenressort und das andere ist das Arbeitsressort. Und im Bereich Arbeitsministerium ist bei 16 Jahren Angela Merkel, in 12 Jahren ein SPD-Minister, Ministerin verantwortlich gewesen. Und im Außenressort ist es so, dass dort seit 30 Jahren niemand aus der Union war. Und deswegen finde ich es billig und völlig fehl am Platz, wenn Sie immer so tun, als wären wir die, die da quer im Stall stehen. Die Befassung der letzten Jahre, die hat auch gezeigt, dass das Problem doch eigentlich nicht die Frage der Durchlässigkeit unserer Grenzen ist. Noch nie waren die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland so durchlässig wie heute. Noch nie sind so viele Menschen in unser Land gekommen wie heute und wie in den letzten Jahren. Aber das Problem ist doch vielmehr, dass diejenigen, die wir als Fachkräfte brauchen können, dass diejenigen nicht zu uns kommen. Und dafür bietet Ihr Gesetzentwurf leider überhaupt keinen Ansatz. Denn Sie befassen sich nur mit der Frage der vermehrten Durchlässigkeit der Grenzen und wollen eigentlich das Niveau noch weiter absenken, weil Sie dem Grunde nach das Gesetz adressieren an Leute, die niederschwellig qualifiziert sind bzw. überhaupt nicht qualifiziert. Und das ist keine plumpe Behauptung. Ich will Ihnen da mal zwei Beispiele nennen. Sie eröffnen die Möglichkeit, ins Land einzureisen, damit die Qualifikation geklärt werden kann. Mal ganz abgesehen davon, es ist ja heute schon Kanada genannt worden, dass Sie offensichtlich vergessen haben zu erzählen, dass Kanada eine solche Möglichkeit überhaupt nicht eröffnet. Ganz im Gegenteil, wenn Sie mit Kanadiern sprechen, mit den Fachleuten dort, dann bekommen Sie gesagt, dass man in Kanada erst einreisen darf, wenn der kanadische Staat über einen und über die Familie mehr weiß als die Familie selbst. So hoch sind dort die Hürden. Sondern Sie eröffnen natürlich dem Missbrauch damit Tür und Tor, weil wir heute schon merken, dass eigentlich im Bereich der Migration für Geld alles bescheinigt wird und leider auch alles behauptet wird, um nach Europa bzw. in die Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Und dann kommen Sie mit einem Punktesystem um die Ecke. Und die FDP sagt, das ist ja jetzt fundamental, wir machen das so wie Kanada. Leider, bei Ihnen reichen 6 Punkte, um ins Land zu kommen. Leider haben Sie an der Stelle auch wieder vergessen, den Menschen zu erzählen, dass das Punktesystem in Kanada 1.200 Punkte vorsieht. 1.200. Sie arbeiten mit 6 Punkten. Und nur um es zusammenzurechnen, für die B2-Sprachqualifikation geben Sie 3 Punkte. Für jemanden, der unter 35 ist, geben Sie 2 Punkte. Und wenn derjenige dann noch 6 Monate sich legal in der Bundesrepublik aufgehalten hat, geben Sie einen Punkt. Das sind 6 Punkte. Derjenige darf ins Land einreisen und Sie haben die Frage nach der Qualifikation nicht ein einziges Mal gestellt. Und trotzdem reden Sie hier von Fachkräften rauf, runter. Und ich sage Ihnen, das ist gefährlich, weil Sie den Menschen Sand in die Augen streuen. Und wir wollen stattdessen darüber reden, was wir besser machen können, dass echte Fachkräfte zu uns kommen. Warum sträuben Sie sich gegen eine Einwanderungsagentur, die wir Work and Stay nennen, so? In Kanada sieht man, dass Sie eine professionelle Einwanderungs- und Fachkräfteakquise brauchen, eine professionelle Begleitung. Warum sperren Sie sich gegen eine digitale Plattform? Stellen Sie sich heute mal vor, den indischen Ingenieur, wenn der überlegt, ob er nach Kanada einreist oder in die Bundesrepublik Deutschland, dann kann er sich Kanada digital bewerben und bei uns muss er sich anstellen in einer langen Schlange bei der Deutschen Botschaft in einem Waschkörpersystem, das im Übrigen andere zu verantworten haben als die Union und per Los wird er ausgewählt. Darüber
Darüber würden wir gerne mit Ihnen im parlamentarischen Verfahren reden. Und ich bitte Sie inständig, sperren Sie sich nicht, sonst wird das ein Rohrkrepierer. Und wir tun der deutschen Wirtschaft eben damit nichts Gutes, weil Sie einen falschen Schwerpunkt setzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann aus der Unionsfraktion kritisiert das Punktesystem, das mit der Reform des Einwanderungsgesetzes für Fachkräfte eingeführt werden soll. Die Gegenrede jetzt möglich von Tina Winkelmann aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Ministerinnen, Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dass wir einen Fachkräftemangel in Deutschland haben, ist inzwischen doch überall angekommen. Jeder und jede weiß hier Bescheid. Und insgesamt konnten im letzten Jahr bundesweit mehr als 630.000 Stellen für Fachkräfte nicht besetzt werden, weil es keine Arbeitssuchenden mit der erforderlichen Qualifikation gab. Und das ist alarmierend, und zwar im Inland. Mit dem parallel laufenden Weiterbildungsgesetz setzen wir uns dafür ein, dass mehr Menschen einfacher die Möglichkeit haben, sich aus- und weiterbilden zu lassen. Das ist ein Schlüssel zur Lösung des Fachkräftemangels, aber nur einer. Und der wichtige Part ist dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und es wird sich weiterhin verschärfen, der Mangel an Arbeits- und Fachkräften. Und deshalb müssen wir endlich gesamtgesellschaftlich umdenken. Und jeden und jeden muss klar sein, wir haben es heute schon mehrfach gehört, Deutschland ist ein Einwanderungsland, und das ist auch gut so. Und dieses Gesetz ist ein wichtiger Schritt, um unser Land zukunftsfest zu machen, weil das muss es werden. Und wir müssen uns ehrlich sein, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen weitere helfende Hände, Menschen aus dem Ausland, die motiviert sind, in Deutschland etwas zu bewegen, in den verschiedenen Branchen von Handwerk übers Gastro, Industrie, KMUs, die Care-Berufe. Die suchen händeringend nach Kolleginnen und Kollegen. Um die geht es nämlich hier. Und wir dürfen diese Fach- und Arbeitskräfte nicht mit überbordeten Bürokratie, langen Verfahren und unverständlichen Regeln gängeln. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Menschen das Gefühl haben, und das ist sehr wichtig, in Deutschland gebraucht und gewollt zu sein, denn sie sind willkommen im Betrieb und in der Nachbarschaft. Und entscheidend ist aber auch, dass wir die Menschen, auf die wir so dringend angewiesen sind, vor prekären und schlechten Arbeitsbedingungen schützen. Wir setzen uns zu einem für die Verankerung von Beratungs- und Informationsangeboten für ausländische Arbeits- und Fachkräfte ein, damit sie sich bei Fragen gezielt an Anlaufstellen wenden können. Denn über die eigenen Rechte informiert zu sein, ist elementar für den Arbeitsmarkt. Und diese Verbesserungen gelten auch für unsere Saisonkräfte, die wir definitiv nicht vergessen. Unsere Erntehelfer und Helferinnen, die Menschen, die zum Beispiel eben helfen, uns Top-Lebensmittel zu produzieren. Und so schützen wir die ausländischen Beschäftigten vor Benachteiligungen. Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz bekommen wir ein modernes Einwanderungsrecht, und wir gehen einen wichtigen Schritt zur Sicherung der benötigten Fach- und Arbeitskräfte für Deutschland. Heißen wir die Kolleginnen, die Kollegen, die neuen NachbarInnen willkommen in unserem Land. Wir brauchen sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tina Winkelmann aus der Fraktion der Grünen. Hier geht es um die Fachkräfteeinwanderung, die Weiterentwicklung des bestehenden Gesetzes. Dazu hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, und dazu jetzt aus einer der Ampelfraktionen Pascal Kober, FDP. Einwanderungsgesetz brauchen, ob wir die Fachkräfteeinwanderung modernisieren müssen, das beantwortet der Blick in die Realität und nicht die Gefühle der Union, was Modernität ist. Ein Blick in die Realität sagt, 2 Millionen offene Stellen bei gleichzeitig der höchsten Zahl der Beschäftigten, die wir je hatten, bei 46 Millionen Beschäftigten. 60.000 unversorgte Ausbildungsplätze. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Deutsche Industrie- und Handelskammer, für die Konservativen hier zur Bemerkung, das ist der ehemalige Deutsche Industrie- und Handelskammer-Tag.
beziffert den Wohlstandsverlust auf 100 Milliarden Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Verlust an Dienstleistungen, das ist ein Verlust an Produkten, das ist ein Verlust an Innovation. Dadurch fehlen Einnahmen in den sozialen Sicherungssystemen, dadurch fehlen Einnahmen bei der Steuer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen nicht warten, wir müssen jetzt was ändern. Es ist höchste Zeit, die Hütte brennt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir brauchen Zuwanderung in allen Bereichen. Es geht eben nicht nur um den hochqualifizierten IT-Spezialisten aus Indien. Es geht um Facharbeiter, aber es geht auch um im Bereich der Helfertätigkeiten, um Menschen, die einfach Lust haben, anzupacken. Wir brauchen Arbeitskräfte und wir brauchen Auszubildende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist höchste Zeit für dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir können nicht mehr warten. Wir müssen Prozesse vereinfachen, wir müssen Prozesse beschleunigen und wir müssen vor allen Dingen auch unnötige Hürden abbauen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir die Einkommensschwellen, die nachzuweisen sind für die Einwanderung, an die Realität, an unserem Arbeitsmarkt anpassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Zukunft muss entscheidend sein, was jemand kann, aber auch entscheidend sein, was jemand noch können will, was er lernen will. Und deshalb werden wir die Phase der Berufsanerkennung ins Inland verlegen. Entscheidend ist, wer einen Arbeitsplatz hat, kann hier erst mal anfangen, sich hier weiter qualifizieren. Denn wie ich es gesagt habe, entscheidend ist, was jemand auch noch lernen will, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden ein Punktesystem einführen. Damit sind wir anschlussfähig an ein international bekanntes System, das erleichtert den Menschen in der Welt die Orientierung, wie er nach Deutschland kommen kann. Und vor allen Dingen ermöglicht es und vereinfacht es den Menschen nach Deutschland zu kommen, um hier einen Arbeitsplatz zu suchen. Wir haben viele Handwerksbetriebe, viele Mittelständler, die darauf angewiesen sind, weil sie nicht international rekrutieren können, dass Menschen sich direkt bei ihnen vorstellen können. Und deshalb brauchen wir dieses Punktesystem. Und es ist gut, dass wir es hier in diesem Gesetzentwurf schon haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir laden Sie ein, ausdrücklich auch Sie von der Union. Besuchen Sie die Betriebe im Land. Sprechen Sie mit den Menschen. Sprechen Sie mit den Unternehmerinnen und Unternehmern. Aber sprechen Sie auch mit denjenigen, die lange auf Handwerksdienstleistungen warten müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben keine Zeit, auf Sie zu warten. Aber vielleicht geben Sie sich ja einen Ruck. Vielen Dank. Pascal Kober ist Sprecher für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik in der FDP-Fraktion. Und die nächste Rednerin ist Joanna Kota. Sie war bis November 2022 Mitglied in der AfD, sowohl in der Partei als auch in der Fraktion. Aus beidem ist sie ausgetreten. Angesichts des eklatanten Fachkräftemangels eine gute Idee. Weniger illegale Einwanderung, mehr Fachkräfte, das wäre es. Allein die Einwanderung Unqualifizierter geht ungehindert weiter. 2 von 3 seit 2015 Zugewanderten haben keinen Job und leben in einem Sozialsystem, in das sie nie eingezahlt haben. Wer dafür nicht kommt, die Fachkräfte, die Qualifizierten, die Hochgebildeten. Warum auch? Deutschland ist das Land mit den höchsten Steuern und Abgaben und mit der dümmsten Energiepolitik aller Zeiten. Es ist das Land der Bürokratie, in dem es für alles ein Formular und eine Vorschrift gibt. Ein Land, das die Digitalisierung immer noch nicht verstanden hat und in dem der Handyempfang in manchen Dörfern Glückssache ist. Es ist ein Land, das zu wenig Wohnungen hat, den Wohnungsbau aber mit absurden Auflagen und der ständigen Gängelung von Vermietern noch weiter runterschraubt. Ein Land, das die innere Sicherheit nicht mehr garantieren kann, in dem Freibäder von Polizisten bewacht werden müssen, sich nur noch ein Drittel der Frauen nachts ohne Begleitung allein im öffentlichen Nahverkehr sicher fühlen und in dem Weihnachtsmärkte von Pollern geschützt werden müssen. Es ist ein leistungsträgerfeindliches Land mit absurd hohen Arbeitskosten und niedrigen Renten. Ein Land mit einer maroden Infrastruktur, weil wir jahrzehntelang nur von der Substanz gelebt haben. Ein Land, das mal das Land der Dichter und Denker war, der Ingenieure, das die Priorität heute auf Gendersternchen legt. Ein Land, aus dem kein einziges der wertvollsten 100 Börsenunternehmen mehr stand und in dem Schulen und Bildung der Kinder keine Priorität mehr hat. Ein Land, in dem der Wunsch nach Freiheit suspekt wirkt und Ideologie mehr zählt als der gesunde Menschenverstand.
Deutschland ist für gut ausgebildete junge Migranten schlichtweg nicht mehr attraktiv. Und viele hochqualifizierte junge Deutsche verlassen das Land. Zwei Drittel davon haben einen Hochschulabschluss. Das alles ändert dieses neue Fachkräftegesetz nicht. Es braucht eine Politikwende und eine nationale Kraftanstrengung. Und es braucht vor allen Dingen eine Regierung, die Deutschland wieder an die Spitze führen möchte. Die Ampel ist das nicht. Vielen Dank. Johanna Kutter, früher mal AfD, jetzt fraktionslos. Und jetzt kommt Rasha Nasser aus der SPD-Fraktion. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Herr Trom, wenn der Union unser Sozialstaat so am Herzen liegt, dann kann sie gerne Vorschläge gegen Steuer- und Wirtschaftskriminalität vorlegen, anstatt gegen Migration zu hetzen. Und an die Adresse der AfD: Der Mann auf der Straße, der will nicht aus Ideologie unsere Wirtschaft gefährden, sondern dass alles funktioniert. Herr Frömming, vielleicht reden Sie auch mit anderen Menschen als mit dem Mann im Spiegel. Schon der Titel des heutigen Gesetzentwurfs verrät uns einen wichtigen Aspekt. Wir entwickeln heute etwas Bestehendes weiter. Wir entwickeln zum einen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz weiter, das 2019 von uns und der Union eingeführt wurde, aber bislang leider nicht die Wirkung entfalten konnte, die unsere Wirtschaft braucht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eben diese Ampelkoalition gebraucht hat, in der eben ohne ideologische Scheuklappen gegen notwendige Arbeitsmigration gehetzt wird. Zum anderen entwickeln wir heute auch etwas weiter, was immer schon Teil deutscher Geschichte war, auch wenn es manche nicht hören wollen. Arbeitsmigration. Sie ist Teil unserer DNA. Ohne sie gäbe es Deutschland so gar nicht. Suchen Sie sich eine Epoche in unserer Geschichte aus und Sie werden fündig. Ob Hugenotten, die als Arbeitskräfte nach Preußen kamen, ob Ruhrpolen, die aus dem dünn besiedelten Ruhrgebiet das Herz der Industrialisierung machten, ob sogenannte GastarbeiterInnen in der BRD oder VertragsarbeiterInnen in der DDR, die unseren Wohlstand mit aufgebaut haben. Arbeitsmigration hat uns reicher gemacht, kulturell, volkswirtschaftlich und auch auf persönlicher Ebene. Aber so ehrlich sollten wir uns auch machen, wir müssen aus den Erfahrungen mit vorangegangenen migrantischen Generationen lernen. Wir dürfen nicht erneut den Fehler machen, zu glauben, dass Menschen, die herkommen und bei uns leben, schon bald alle wieder weg sein werden. Sie kommen. Unsere Geschichte lehrt uns, dass Menschen eben nicht nur kommen, um unseren Wohlstand zu erwirtschaften. Das dürfte der einzelnen Person herzlich egal sein. Sie kommen her, um ein Leben aufzubauen, eine Familie zu gründen und wichtige Säulen ihrer Nachbarschaft, ihrer Stadt und unserer Gesellschaft zu werden. Lassen Sie uns also nicht nur migrantische Arbeitskräfte zu uns holen, sondern auch migrantisches Leben und Teilhabe hier bei uns fördern. Wir müssen auch Lehren aus den nackten volkswirtschaftlichen Zahlen ziehen. Arbeitskräftesicherung ist Wohlstandssicherung. Auch diejenigen politischen Kräfte, die sich gegen Migration stemmen, wissen das. Wenn die AfD hier gegen MigrantInnen hetzt, dann weiß sie ganz genau, dass unsere Unternehmen, ArbeitsmarktforscherInnen und SozialstaatsexpertInnen davor warnen, dass wir sonst unseren Wohlstand verspielen. Ich frage Sie also, werte AfD, warum wollen Sie diesem Land denn was Schlechtes? Was haben Sie denn gegen Deutschland, dass Sie so herunterwirtschaften wollen? Ich sag's Ihnen, geht Deutschland schlecht, geht der AfD gut. Kommt Ihnen das noch bekannt vor? Dabei fördert Arbeitsmigration auch die Produktivität und Innovationskraft eines Staates. Ja, ist so. Migration fördert neue Ideen und Fortschritt, während Homogenität, Einfältigkeit und Stillstand zementiert. Auch das sieht man in den Reihen der konservativen und rechten Fraktionen hier im Bundestag und wer dort sitzt. Oder eben nicht. Wer migrantische Impulse nicht zulässt, greift im Zweifel eben auf Ideen aus den 90er Jahren zurück und will eine Behörde gründen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das vorgelegte Gesetz, vor allem aber die Menschen, die als Fachkräfte hierher kommen wollen, verdienen eine ehrliche und vor allem eine sachliche Debatte, Herr Gröhe. Wir werden in den kommenden Wochen zusammen aushandeln, welche wirksamen Maßnahmen es für eine gelungene Kultur des Ankommens braucht. Sei es die geplante Einführung einer Chancenkarte, sei es der erleichterte Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt oder auch die vorgesehene Anerkennungspartnerschaft, mit der wir gezielt auf die Unterstützung der Unternehmen vor Ort setzen. Es wird unkomplizierter werden, in Deutschland Fuß zu fassen und so eine eigene Perspektive aufzubauen. Das wird ein großer Kraftakt und dafür braucht es jede und jeden Einzelnen von uns. Also packen wir es an. Vielen Dank. Rasha Nasser aus der SPD-Fraktion endet mit einem Appell. Sie ist die vorletzte Rednerin in dieser Debatte gewesen, in der erstmals über eine Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung diskutiert
Würde, ja, fast Wurt, aber wir haben noch Marc Biadatz aus der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Raschanasser, wenn Sie gerade hier jetzt sagen, dass mein Kollege Alexander Throm hetzt, dann zeigt es Sie, dass Sie über Fachkräfte überhaupt nicht reden wollen, weil Sie gar keine Debatte wollen um die Sache. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal, um was es eigentlich geht. 540 Ausländerbehörden, 174 Visastellen, 150 Agenturen für Arbeiten, fehlende Digitalisierung, fehlende Vernetzung. Das ist die Situation, die Fachkräfte vorfinden, wenn sie nach Deutschland einwandern wollen. Vor allem die Visastellen sind ein Flaschenhals und führen zu langen, langen Wartezeiten. Statt hier entschlossen zu handeln, verliert sich die Ampel-Bundesregierung in neuen Doppelstrukturen. Wenn der Visaantrag für eine dringend benötigte Fachkraft, meine Damen und Herren, 6 Monate bei den deutschen Behörden festhängt, dann kann das Unternehmen nichts machen. Es muss sich dann ebenso gedulden wie die Fachkraft. Sie stellen sich hin und beklagen, dass wir in Deutschland nicht genügend Fachkräfte bekommen und wollen ein neues Einwanderungsrecht. Dabei haben wir eines der bereits liberalsten Einwanderungsgesetze der Welt, liebe SPD. Sie wissen doch, dass es nicht an den Gesetzen liegt, sondern daran, dass die Visastellen und Ausländerbehörden zunehmend 10.000 unbearbeitete Anträge haben. Kümmern Sie sich darum, die Verfahren zu beschleunigen, statt zusätzliche bürokratische Strukturen zu schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erhalte tagtäglich Nachrichten von Unternehmen, denen Mitarbeiter fehlt. Zuletzt erhielt ich von einem Bäckermeister aus dem Landkreis Böblingen, der monatelang auf eine Antwort des Auswärtigen Amtes bezüglich des Visums für seine neuen Mitarbeiter warten musste, obwohl er diesen dringend braucht. Das Problem ist schlichtweg, dass die potenzielle Fachkraft keinen Termin an der Botschaft bekommt. Diesen Anspruch wird dieser Gesetzentwurf nicht gerecht. Ein Punktesystem, meine Damen und Herren, wie Sie es vorschlagen, schafft keine neue Bürokratie. Schauen Sie sich mal unseren Vorschläge an. Eine klare Trennung von Asyl und Einwanderung und die Schaffung einer Work-and-Stay-Agentur, das sind genau das Momentum, was wir jetzt brauchen. Schauen Sie sich unseren Antrag noch mal in Ruhe an. Wir werden mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Aber Frau Nasser, wir werden nicht hetzen, denn uns geht es um die Sache. Uns geht es darum, dass die deutsche Wirtschaft gute Fachkräfte bekommt. Aber die Fachkräfte fehlen wohl in der Bundesregierung. Deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Oh, und das war die erste Beratung eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur, wie es heißt, Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Es gibt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus der letzten Legislaturperiode, aber das soll verändert werden aus Sicht der Bundesregierung und auch der Ampelfraktionen hier im Deutschen Bundestag.